Grab 3D steht für Quick and Easy Print. Unser Geschäftsmodell ist der keramische 3D-Druck. In der Keramik gibt es momentan nur konventionelle Herstellungsmöglichkeiten, die eigentlich auf Massenproduktion ausgelegt sind. Und für die Einzelteile oder für spezielle Prototypen gibt es momentan kaum was am Markt. Wir haben zwei neue innovative 3D-Druckprozesse, die die keramische Industrie revolutionieren sollen. Wenn man jetzt konventionell was herstellen möchte, braucht man wie gesagt diese Pressform. Und diese Pressform kostet allein zwischen 5.000 bis 20.000 Euro. Die Herstellungszeit für so eine Pressform liegt im Moment zwischen 1 bis 3 Monate, bevor man überhaupt das erste Bauteil rausbekommt. Wenn man ein Bauteil davon haben will, dann muss man da irgendwo teilweise 25.000 Euro hinlegen. Und da wir das eben halt wirklich nur einfach aufbringen, haben wir da einen Bruchteil von den Kosten. Bei uns ist es so, der Kunde kann zu uns kommen mit einer normalen Zeichnung und diese Zeichnung können wir ins 3D-File übertragen oder sie haben schon einen 3D-File, dann können wir es direkt auf den Drucker bringen. Danach ist das Bauteil im Grünzustand. Genau wie beim konventionellen Herstellungsverfahren haben wir dasselbe Ergebnis im Grunde genommen. Das muss dann nochmal in den Ofen gebracht werden und gebrannt werden. Und das Schöne eben halt ist dabei auch, dass die Bauteile exakt von ihren Eigenschaften danach vergleichbar sind mit den konventionell hergestellten Bauteilen. Und in der Geschwindigkeit trauen wir uns zu, das vom CAD-File zum gesinderten Bauteil innerhalb von einer Woche zu bewerkstelligen. Keramik sieht man nicht immer, aber sie ist quasi überall drin. Ob das jetzt die Chemieindustrie ist, ob das die Luft- und Raumfahrt ist, ob das die Zahnmedizin, ja, Zahntechnik ist. Und die Anfragen an die Keramikindustrie sind immer so zwischen 1 bis 100 Bauteilen. Das ist ganz häufig. Und das lässt sich eben mit den konventionellen Methoden nur sehr teuer umsetzen.